Nordeuropa, Nordamerika. Nordamerika. Nord, Nord, ja, Nordkorea, alles klar. So, Kim kommt her und macht alles platt. Da ist er ja, der Hühnersteiger. Merkt man, ist bei dir das Sound jetzt besser? Ist das jetzt immer noch doppelt? Test! Nee, alles gut. Ja, dann lag es am Gerät. Jetzt habe ich Headset drin. Test, Test, kurze Brechprobe. Ah, da mag noch jemand Auto, ich merke schon. Wo ist Olli? Olli, komm hin, mein Junge. Ich habe ja noch jemanden ein bisschen Werbe gemacht und so. Olli ist jetzt auch ein Abend von dir, auch hier gejoint und so, nicht? Ja, Nico ist wieder rausgegangen. Wir brauchen noch jemanden. Ja, Nico muss dabei sein, wir müssen noch jemanden beschuldigen können. Ich glaube, an ihr leckt übelst. Wer leckt? Ja, Nico, okay, er hat, glaube ich, technische Probleme. Nico, aka Judas. Ja, er ist doch immer mein Schuld. Ja, bitte. Zelda. Ja, wir müssen was umstellen. Aber ich glaube, jetzt funktioniert's. Also, ich war am Sonntag, war ich auch in Nordamerika drin. Und immer wurde ich rausgeschmissen mit der Aussage, ja, gebannt wegen Hacking. Ja, das passiert im Moment viel, das habe ich schon gelesen. Das habe ich, also Sonntag hatte Sven nämlich Geburtstag und da wollten wir zusammen spielen und da war er im Spiel drin und ich wurde gebannt wegen irgendwie Hacking oder Überlastung oder irgendwas, keine Ahnung. Oder andersrum, weißt du? Ich glaube nicht, Nikios. Er ist hallo. Ich glaube, Nikios ist gerade aus dem Spiel geflogen. Ja, das hat er doch gesagt. Nee, ich jetzt auch noch aus dem Dings, aus dem Discord. Ja, sonst lass uns einfach mal eine Runde anfangen. Okay, Wolf ist auch da. Ja, moin. Jetzt eine neue Map heute. Heute geht's Mira HQ. Und go. Und jetzt Mikrofon muten. Toll, wo? Also, wo hat es jetzt mal zwei? Türkis lag bei mir im Admin direkt beim Eingang. Okay. Rede nochmal. Türkis lag im Admin direkt am Eingang. Du hast mega diese Störungen, Sven. Also im Sound meine ich. Ja, man hört so ein bisschen. Genau. Warte mal kurz. Aber immer nur, wenn du redest. Ja. Okay, hallo war bei Garados Typ. Das ist irritierend, wenn wir zwei Svens haben, aber Sven ist ja Garados Typ und Scorpion ist ja auch Sven. Wollte ich sagen, lass ihn einfach Scorpion nennen und der Sven heißt Sven. Ja. Nö. Nö, wir sind auch nö, Garados Typ passt. Aha! Ja, wer kann es gewesen sein? Hab nichts mitgekriegt. Ich skippe. Ich auch nicht. Müsste mich auch skippen, weil ich hab nichts gesehen. Ich hab auch niemanden, das Beschuss irgendwie rumlaufen sehen.
Bei Nico hat's Probleme. Schade, so könnte man immer gegen ihn angehen, ne? Dann skippt man. Skippt man, die gibt's, skippt. I'm a scat man. Yeah. Ich muss mich erstmal an die neue Map gewöhnen, aber jetzt ins Kreis kann ich da rumlutschen. Falk, du, wenn du tot bist, halt den Mund. Ich verrat auch nichts. Trotzdem. Ich habe hier aber echt eine Menge Aufgaben. Das schon. Basti habe ich gerade gesehen und längst anderen, aber ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich habe Scorpion rumlaufen sehen. Ja, ich hab reported, ich hab den Kann, ja, den C4N habe ich hier da liegen gesehen. Deswegen habe ich reported. Und zwar mitten im Gang, also in den Tunnelgang. Ich habe aber nicht gesehen, wer es war. Genau. Deswegen dachte ich, bin mal so nett und melde es. Dass ich dann eine Leiche rufe. Hallo? Ich kann es nicht sagen. Ja. Wir müssen langsam voten, weil sonst bringt es nicht. Ja. Dann müssen wir raten, ne? Ich kam schon rechts und habe euch gesehen. Ja, Dito. Okay, dann war das Hallo, den ich gesehen habe. Okay. Also wenn es Garados Typ gewesen wäre, wäre ich schon tot. Ja. Ja, dann müssen wir es raten, oder wer es war. Ach komm. Also wen voten wir? Ich hab Scorpion getippt. Oh, danke. Nur weil ich schwarz bin. Ich bin Scorpion. Ich sag self-report Scorpion. Nein. Ach, so ein Mist. So, ich würde mal sagen, ich hab gewonnen. Ciao, ciao. Bastian, Nice. Also Bastian hab ich auch gebracht, aber... Wir müssen die kleinere Map nehmen, glaube ich. Wir sind zu wenig Leute. Was war das für eine Map? Die zweite oder dritte von den drei wirklichen? Das war die zweite. Ich glaube, die ist einfach zu groß, weil nicht so viele Leute... Wollen wir sonst die erste nehmen, da kriegen wir ein bisschen aus, kann wir nicht ganz so viel Blödsinn machen. Keine Ahnung, ansonsten würde ich sagen, ja, dann müsste ich aber das neu aufmachen, aber dann, gut, dann machen wir das. Ja, okay. Dann mache ich kurz Leave Game. Dann sage ich Create Game, dann sage ich The Scaled, Imposter 2, Maximum an Spielern sind 10, Chat ist Englisch, dann sage ich Confirm. Okay. Was meinst du, welchen ist jetzt wieder Nordkorea oder was? Ja, genau. Nordamerika. Ja. Dann haben wir jetzt Xantippe, Y, Xantippe. Ich hab's nicht verstanden. X, Y, X. Ludwig, Friedrich, Friedrich. Okay. Ich mach gleich nochmal ohne Sprachchatten. Okay, Nikio. Hast du jetzt die kleinere Runde genommen, ne? Ja, ich habe jetzt diesmal die kleinere Map genommen, die wir letztes Mal gespielt haben, das Geld. Okay. Nebenbei, so. ab und zu mal rede ich wie Udo Lindenberg, tut mir leid. Naja, ein Herz kann man nicht reparieren.
Machst du? Ich weiß nicht, ob Wolfi noch dazukommen wollte. Die hat geschrieben, sie kommt gleich. Okay, dann machen wir schon mal mit 6 Leuten. Erscheinen war ich. Wer ist denn eigentlich? Auch nur 6. Wer ist eigentlich Hallo? Ist derjenige hier im Chat? Weiß ich nicht. Muss ja. Da als Sven. Ach, das, ja. 7. Dann? Okay, blick los. Jo. Alles klar. Starting in 3, 2, 1 und muten bitte. Also, in den... Oh Gott, welcher Raum ist das? Ich weiß leider nicht, wie der Raum heißt, aber ich habe eine Leiche gefunden. Ich bin mir auch nicht sicher, wer von den beiden. Und wo ungefähr befindet sich der? So auf 10 Uhr oder wo meinst du? Das ist relativ weit unten. Ich weiß leider nicht, wie die Dings heißt. Der Raum. Also da, wo man auch die... Ich glaube, da macht man auch den Strom immer an. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, dass es 3 Leute gibt, die ich relativ häufig gesehen habe, die ich also rein theoretisch, hypothetisch ausschließen könnte. Das sind erstmal Fringe, okay, rest in peace, mein Freund. Und Halo sowie Magpie, die haben mich häufig an mir gesehen, die hätten Chancen gehabt. Electro, ja, genau. Weil genau. Garados Typ kam nämlich auch gerade in den Raum rein, wo ich nämlich in den Raum reingekommen bin. Also ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, Fringe ist ja jetzt raus, aber dich und Hallo habe ich mehrfach gesehen, die hätten mich also das ein oder andere Mal töten können. Auch bei Electro jetzt zum Beispiel. Sie haben es nicht getan, deswegen wäre das die einzige Ausschlussverfahrensmethode, die ich jetzt hätte, um diese Person auszuschließen. Aber ansonsten, ich könnte jetzt keinen irgendwie nominieren und sagen, hey, du bist es vielleicht. Okay. Jan habe ich zum Beispiel gar nicht gesehen. Oder Sven auch nur ganz kurz so ein bisschen. Na, Hallo war ich aber eben ganz Zeit hinter. Also, es kann natürlich sein, dass er nichts gemacht hat, er oder sie, aber keine Ahnung. Also, ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Er hat mich zeitweise verfolgt, wo ich dachte, alles klar, Kollege, jetzt bin ich weg, der Sterbe in 3, 2, 1, aber er hat nichts getan und deswegen dachte ich so, entweder wollte er das verschleiern oder es kann tatsächlich sein, dass er kein Imposter ist. Ich glaube, wir würden am besten skippen, würde ich sagen. Sagst du als Imposterin, ne? Ja, klar. Alles klar. Okay, cool. Okay, skippen wir einfach mal. Ich bin häufig dafür, die erste Runde zu skippen, weil man dann noch nicht konkret was weiß, weißt du? Eben, also. Also, ich habe geskippt. Man war gefühlt bei allen, aber keine Ahnung. Ich kann wieder mit dem Finger auf jemanden zeigen oder großartig jemanden ausschießen. Also so ein Gefühl hätte ich für 3 Personen, dass sie es nicht sind, aber ansonsten. Na ja, gut, next round. Nikio fragt, ob du das Spiel leiser machen kannst. Meinst du mich? Nee, passt. So. Ich bin ein Geist.
Das war ja easy. Das war mega easy. Was ist mit euch los? Ey, du kleine Schlawinerin, ne? Ich krieg noch eben danach meine Hand fliegt ins Feuer. Also dein Hand ins Feuer legen. Wir müssen aber nur einen Mörder machen, wenn wir so eine kleine Runde sind. Ja, ja, mach mal lieber. Irgendwie war das gerade so schnell um. Ah, das Wolfie. Ah, okay. Ja, und hier, hey, kann Basti in den Spieleinstellungen den Sound des Spieles ausmachen? Weil dann könnte ich mithören, ohne dass ich zum Beispiel Geräusche vom Aufnahmen, Aufgaben oder Klicks mitbekomme. Aber dann hört er ja auch nichts. Oder generell, der Chat hört ja nichts. Dann mach du da einfach den Ton aus, wenn du den Stream mitlaufen lässt. Nikio. Ich kann dem Chat kein Herz schreiben. Ich kann nur spitze Klammer, ignoriert den Kerl einfach, egal. Seht ihr später bei meiner Aufnahme. Musst du dafür nochmal ganz raus, wenn du nur einen Imposter machen willst? Basti? Hm? Musst du aus dem Spiel ganz raus? Ja. Okay, wir müssen nochmal ganz raus. Alles klar, aber Nico ist jetzt auch da, jetzt können wir immer jemanden beschuldigen. Alles klar. Dann kann ich euch echt nicht sprechen. Ja. Ja, aber das Problem ist, dann hört der Chat das ja generell nicht. Mhm. Also der Sound, Nico. Und das ist ja auch dann für die Leute blöd, die zugucken. Auf jeden Fall, MacBuy hat mich erstochen. Ja, mich auch. Ich hab jeden umgebracht. Ja, mich auch, du blöde Kuh. Und jetzt hat keiner umgebracht. Ja, Anzeige ist drauf. Unverschämtheit. Besonders, Falke, du bist in den Raum, nämlich in den einen Raum reingelaufen, wo ich Scorpion umgebracht hab. Da hab ich gedacht, so scheiße. Und du hast das, glaube ich, nicht gesehen. Nee, ich hab wahrscheinlich gedacht. War da schon eine Leiche? Ja, da lag die Leiche. Ich kam nämlich in dem Moment raus. Und du gehst nämlich in dem Moment rein. Ja, dann war ich einfach wahrscheinlich blind oder so. Du meinst Elektriker bestimmt, ne? Das kann sein. Weil ich hab ja letztes Mal schon gesagt, wenn ich so eine Leiche sehe, dann sehe ich so einen saftigen Schinken auf dem Boden und das erinnert mich an Asterix und Obelix damals. Nico, wir hatten gerade eine andere Map, nur da sind wir einfach zu wenig Leute, glaube ich, für. Ich habe vorher eine andere Frage. Kann man irgendwie als Nicht-Imposter sehen, wo man welche Aufgaben zu erfüllen hat? Manchmal kommen da sogar so graue Pfeile. Auf Tab. Ah, geil, cool, weil ich gehe immer die Räume ab und gucke, hey, wo kann ich was machen? Und dann gehe ich da lang wie so ein Vollidiot, weißt du? Okay, Tab, dann weiß ich Bescheid. Die Geister müssen auch die Aufgaben weitermachen. Nur wenn ihr tot seid, ja, auch die Aufgaben weitermachen. Ich weiß. Genau. Okay, weil es scheint wohl letztes Mal einer nicht gewusst zu haben, deswegen, ja. Ja, also North America und Code habt ihr schon? Ja, ja, steht im Chat. Achso, Moment. Also, sieht man auf deinem Dings. Okay, das ist, Gerda, Bertha. Warte. Okay, hab ich. Q. Okay. Jakob, Ingrid, Friedrich. Mit deinem Friedrich hast du es mal. Ich versuche das irgendwie ein bisschen in diesem kaufmännischen Alphabet rauszuhauen. Das benutze ich irgendwie auch beruflich oft, aber ich habe es noch nicht ganz im Kopf. Ja, ich kenne das, wenn ich gut schabiere, ich benutze immer das Seeschriftalphabet, Alphabet, was dasselbe ist wie das Flugalphabet sozusagen. Also Alpha, Beta und so, oder zum Beispiel. Bravo. Bravo meine ich natürlich, Bravo, ja. Ey, mach mich durcheinander mit dem Scheißspiel, ey. Super, aber jetzt sind wir 8 Mann und nur ein Imposter. Ja, das ist ja typisch. Ist egal, komm. Das wird los. Wir können auch noch ab. Okay, dann warten wir nicht ab. Das kann man, glaube ich, in der Dings nicht mal einstellen. Das ist irgendwie blöd. Ihr wisst Bescheid, im Zweifel ist es nicht, du. Ja, sowieso. Du bist.
C4N hat gerade gewendet. Ich habe ihn eben aus dem Cockpit sehen, kommen sehen. Ich kann nichts dazu sagen. Ich habe hier eine Vermutung, den kann ich jemanden ausschließen. Also ich kann nichts sagen. Ich sag es ist C4N. Also John, ja. Wie auch immer man so spricht, ja. Sagst du das als Imposter oder als... Nö. Ey, ich hab... Ohne Scheiß... Gesagt... Ja, bitte? Ich war gerade selbst auf dem Weg zu zum Cockpit, weil ich das meine letzte Aufgabe machen wollte. Ja, ich kann nichts sagen, da kann ich jemanden ausschließen. Ich habe keine Meinung, also ich skippe mich, also ich habe keine Ahnung. Also, ich hab überhaupt keine Plan. Gemacht. Yeah! Sieg! Nikio war das! Ja, ich sag ja, im Zweifel ist es Nikio. Im Zweifel ist es Nikio, safe. Ich habe nämlich an den Kameras anguckt und hat er mich umgebracht. Ich sag, letztes Mal war Nikio viermal nach das hier Imposter und deswegen im Zweifel ist es Nikio, ich sag's euch. Nichts gegen Nikio. Ist aber blöd, dass er nicht im Discord ist. Das ist blöd. Den würde ich jetzt komplett rumflamen, auf jeden Fall. Ja. Mache ich ein bisschen mehr Tasks für die Leute, damit der Imposter mehr Zeit hat. Wenig Tasks, ja. Und ich glaube, da machen wir doch noch einen mehr, wenn wir jetzt wirklich zu 8 sind. Ich habe jetzt, wie gesagt, von jeder Aufgabe eine mehr gemacht. Und wir müssen zwei Mörder sein. Ja, dafür muss ich jetzt das Spiel beenden. Dann ist das so. Okay. Gut. Alle guten Dinge sind drei, ne? Ist Barsho. Ja. Eve Game? Gottet Barsho. Imposter, The Skeld, Chat Englisch, maximal 10, gib ihm. Alles klar. Okay, was war's jetzt? Jetzt kannst du ja reden. Ja, also in dem Spiel, in den Runden müssen wir leise sein für die Leute im Chat. Und, Ich hab Nikio gerade reingemoved. Ah. Oh. Ich glaube, man hört ihn nicht, oder? Nee, er hat uns auch gemutet. Was war das? Okay, also Passwort ist Ulrich. Ulrich, Richard, Werner, Nordpol,
Jakob, was? Friedrich. Mal bitte. Ulrich, Richard. Bin drin. Wilhelm, Nordpol. Jakob, Friedrich. Okay. Du denn Friedrich, jede also, Runde. Danke. Achso, Niki hat aber auch Dings aus Mikro. Boah, jetzt haben wir 10. Alexander ist da. Alexander ist da. Ja, dann okay, geht's jetzt dann los. Hallihallo. Okay. Alle gegen Falco. Psst. Wer ist tot? Wolfi ist tot. Oh, okay. Ja. Nikio kann ja nicht reden. Also Nikio, wo? Nikio, was? Leiche in Electrical, Nikio hat reported. Wahrscheinlich Nikio wieder selber, ne? Ja, komm. So wahrscheinlich ist das jetzt auch. Der war letztens noch viermal hintereinander. Hat einer von euch eine Ahnung? Also ich bin raus, dass du nochmal. Ich hab wieder keine Ahnung. Ich hab nichts mitbekommen. Hab's gar nicht mitgekriegt. Ich war mal, hab eben Oxygen, also Sauerstoff wiederhergestellt und das war's. Ja. Was habt ihr gerade? Wurde reportet? Was? In Electrical. Also ich war das letzte Mal. Also in der Todeszelle sozusagen. Ich kann nur skippen. Ich auch. Keine Ahnung. Wir skippen. Na, ich war Steuerbord, ich war ganz rechts, ich war bei dem. Also, ich skippe, ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, ein Zweifel ist nicht du. Der Arme. Ich wollte gerade sagen, der Arme, der muss sich so verarschen. Bevor es losgeht, ich habe mal eine spieltechnische Frage. Und zwar, ganz am Anfang kam mit dieser rote Alarm, ne? Was bedeutet sowas? Das ist eine Sabotage von einem Spieler, von einem Imposter. Und wenn man das nicht beseitigt, dann geht der sterben alle. Also das ist entweder Reaktor explodiert oder Sauerstoff geht aus. Okay, alles klar. Also ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ich sehe, dass man Nikio die Leiche findet. Na, wenn er schon mal dabei ist, dann kann man auch reporten.
Ja, eben. Nico, du hörst mich gerade. Aber wir müssen ja schon irgendwie aufschließen, ne? Und wenn Nico jedes Mal die Leiche findet. Der Scorpion hat eben den Yellow, also den Gelben, reported. Das kommt mir ein bisschen komisch vor. Ich habe da so eine Vermutung, gell? Keine Ahnung. Haben wir gerade ein oder zwei Imposter? Eine Vermutung? Brown ist sus. Magpie, du weißt, dass ich die gern habe. Ich glaube auch, dass es Nikio ist. Magpie, du weißt, dass ich die gern habe, aber ich habe die letzte Mal schon getan. Immer wenn du so abwehrmäßig, pressingmäßig in die Offensive gehst, ich drücke das mal fußballmäßig aus, dann vermachst du dich verdächtig. Also ich will jetzt nicht sagen. Ich habe doch gestern schon gesagt, ich habe doch einen Plan, ne? Ja, vielleicht werde ich jetzt einfach jede Runde so sein. Ja, dein Plan ist einfach jedes Mal Nikio zu verdächtigen. Nö. Ich finde es halt seltsam, dass Nikio jedes Mal die Leiche findet. Magpie, nix gegen dich. Ich sag es Yellow. Magpie, nix gegen dich, aber deine Art zu. Guck mal, normalerweise bist du da ein bisschen zurückhaltend, was es angeht, was die Vermutung angeht, aber. Die letzte Mal, als du Imposter warst zum Beispiel, bist du immer gerne in Pressing und Offensive, im Konterfußball sozusagen. Und, vote mich, Falco, habe ich kein Problem mit, weil ich bin es nicht. Das hast du letztes Mal auch gesagt und dann war es es. Mach es, ich habe doch letztens gesagt, ich habe einen Plan und diesen werde ich auch durchziehen. Immer gegen Nikio, bitte voten, wir wollen weiterspielen. Ja, ich bin unsicher, soll ich jetzt irgendwie skippen oder soll ich auf Magpie, ich weiß nicht. Mach, was du möchtest. Ach, okay, ach weißt du was, immer gegen Magpie. Das ist eine leichte Vermutung, ja nicht. Eine Stimme macht eh keinen Unterschied. Wäre ich es, wären schon mehrere tot. Oder vielleicht auch nicht. Doch. Oh Gott. Ja, hat jemand eine Ahnung oder was gesehen? Okay, Nikio war jetzt hier, wo die Kameras waren. Der war mit mir zusammen, der genau. Hat das gemacht. Genau. Du bist nämlich gerade aus dem Raum raus, ich bin gerade da rein. Ja, Nikio war bei den Kameras. Aber hier, Yellow, die hat sofort gebot. Wer ist denn Yellow? Gelb. Keine Ahnung, Nick Gott, gelb. Also, ja. Ja, ich sag auch gelb. Ja, ne? Und hallo, Kaninchen. Willkommen. Weißt du, mich überkommt das dumme Gefühl, dass Magpie und Nekio die beiden Imposter sind, weil die decken sich gegenseitig und, Ich decke die doch gar nicht. Ich hab gerade gesagt, wer ist denn gelb? Naja, aber Schätzelein, das ist lediglich eine Vermutung. Ich weiß es nicht. Ich kann jetzt nicht sagen. Nee, das ist keine richtige Meinung. Das ist lediglich eine Vermutung. Ich weiß nicht. Falco, laber nicht so viel, Vote. Ich sag mir nicht. Ich versuche nur irgendwie. Ich habe auch gesehen, dass gelb mit der Leiche in einem Raum war. Oh. Nikio, oben könnt ihr das lesen. Was Nikio schreibt. Ja, Falco, deine Stimme zählt. Ja, vielleicht war ja Nico deshalb mit der Leiche in einem Raum, weil er da scheiß Imposter ist. Vote einfach! Scheiße! Ach, weiß ich nicht. Nico oder Magpie? Magpie oder Nico? Ne, Nico kann es ja jetzt nicht gewesen sein, er war ja bei den Kameras. Richtig. Er kann natürlich gewendet sein, aber Basti war ja bei Nico.
Entweder sind die beide es und die decken sich, aber wenn Basti, Jasper und Nikio würden sie, glaube ich, anders spielen. Ja, oder ihr kriegt mich alle mal. Weißt du was, Backpipe, du kannst mich mal. Ich vote gegen dich. Mach, ich habe auch gegen dich gewotet. Ach, du blöde Kugel, du votest nur gegen mich, weil ich dich enttarnt habe. So sieht's aus. Nee, ich will es diesmal nicht. Was hast du letztes Mal auch gesagt? Yeah. Oh Gott! Okay, Nekio und ich waren eingeschlossen, zusammen mit Falco, aber Falco konnte mich halt nicht umbringen, weil ich auch noch dabei war. Ich bin einfach weggelaufen, ich hatte Angst. Also, dass Falco ist. Was? Ich sag Falco. Okay. Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich eine komplett, sag mal, hallo, Nicky und Fringe waren in einem Raum mit mir. Ich bin die ganze Zeit weggelaufen, weil ich Angst hatte, dass sie mich vielleicht eventuell. Nicky schreibt schon, Basti ist safe. Ich hätte Basti töten können und er mich. Ja, entweder sind die beide pass auf, weg bei Stuttgart. Hör mir mal ganz kurz zu. Ja. Hast du eine Kurzfassung von Nikos letztes Video von dem letzten Spiel gesehen, ne? Ich weiß, dass Nicky sehr gut lügen kann. Pass auf. Aber ich glaube, dass du das bist. Weil du dich die ganze Zeit hier rausreden willst und immer die Schuld auf den anderen schieben möchtest. Nee, pass auf. Nee, das mache ich, das habe ich zu dir behauptet, aber ich versuche ja, eben. Du willst es nämlich umdrehen, so eine Art so, oh, pass auf. Bin es, aber du bist es. Also jetzt pass auf, Engelchen. Du hast dann die Kurzfassung von diesen 3-4 Minuten Video von Nikio gesehen, vom letzten Spiel, ne? Wo ich und Nikio, ich war zum ersten Mal Imposter, wo wir beide Imposter waren, richtig? Ja. So, und schau das gerne mal nach dem Stream nochmal an, da haben Nick und ich uns gegenseitig verteidigt, wo wir sagten, ja, wir hätten uns ja gegenseitig umbringen können, schon so, ja, lief uns klar, die beiden könnten sich jetzt gegenseitig verteidigen, natürlich. Ja, das Ding ist aber... Ich glaube nicht, dass die beiden das sind, also, da wären andere Leute schon tot. Also, das Ding ist, wir hätten uns gegenseitig umbringen können, haben es aber nicht getan, ja, warum? Nicht, weil wir beide nicht Imposter waren, sondern weil wir Imposter waren. Falco, kannst du es mal jemanden? Ja, komm, ohne Witz, vote mich raus. Vote! Los, mach! Ich jetzt aus Prinzip gegen dich, du kannst mich mal, du blöde Kuh. Mich auch. So, ich bin nicht der Imposter, dann habt ihr euer Scheißproblem. Bis aufs Rot hat mich gewotet, ich war die ganze Zeit bei ihm. Ich bin nicht der Imposter. Fuck you. Okay. So, Freundschaft ist gekündigt. Freundschaft ist gekündigt. Du bist tot, halt den Mund! Boah, jedes Mal, ne? Nikio hat Emergency gerufen. Ich war gerade übrigens mit dem C4N war ich eingeschlossen. Er hat mich nicht umgebracht. Er hätte es tun können, aber hat er nicht getan. Und ich habe diese Symbole gemacht, die immer so aufploppen, wo man dann mal eins nach dem anderen. Ich war auch eingesperrt. Naja, Falco kann es ja gewesen sein. Wir haben ja diesmal zwei drin, ne? Oder vielleicht Scorpion. Besonders.
Dieses Ganze mit den Alarmanlagen, die dann gehen. Ich sage Scorpion. Okay. Okay. Ja. Das schafft man nicht mehr. Ich hab's gemacht! Nikio! Nikio, du mieser Blöder! Ich sag's dir, im Zweifel ist immer Nikio, ey. Du kleiner Drecksack! Ich hab's mir echt auch schon ein bisschen gedacht, aber ich dachte so, ne, geh mal auf Falco. Von wegen ich, ne? Ja, aber Hauptsache du ballerst gegen mich, wie sehe ich das hier? Ja, selber schuld. Ja, selbst nicht gehen müssen. Ja, selber schuld. Das war ja nur eine Vermutung. Aber du sagst, ey, ich bin das, weiß ich nicht. Da packt man die Freundschaft gekündigt, erstmal die Abo blockieren und bei YouTube melden. Er macht das, macht das. Aber viel Spaß hier, dabei. Zwischendurch ist Sven rausgegangen, ne? Er ist wahrscheinlich rausgeworden. Ist wieder da. Ey. Nikro, du mieser, dreckiger, kleiner. Ich liebe. Ja, ja. Backpack, du weißt genau, wie ich fühle. Weißt du, ich hasse ihn nicht, aber ich liebe ihn dafür. Wir hassen ihn alle, aber dafür lieben wir ihn ja auch. Alexandra ist weg, wer auch immer das gerade war. Wer? Anna Alexandra? Ja, keine Ahnung. Das ist Pika. Vielleicht bist du schon. Ist das Pika? Ja, ja. Also, ich weiß, wie sie mit Vornamen heißt, deswegen. Ah, okay. Ich habe auch schon mit ihr geschnackt und so. Aber wenn das sie ist, dann ist es Pika. Ich weiß nicht, jetzt nicht, ob sie im Chat ist oder so. Okay, wir sind ja jetzt auch 10. Mana! Was? Okay, los. Mana, Mann.
Ich brauche gerade reporten. Wertreport, Auch ich habe reportet, sehe ich gerade. Ja, moin, dann habe ich das geschafft, das, was ich wollte. Ja, ich habe noch nie mal geklickt, deswegen war ich irritiert. Ja, Self-Report, safe. Ich habe Magpie im, in der Cafeteria gesehen. Hast du dich also verklickt? Haha, so, also Self-Report ist... Digga, du weißt, wie dumm ich bin, also ganz im Ernst. Ich habe letztes Mal gedacht, dass das ein Leichenschinken wäre, hallo. Habt ihr irgendwas gesehen? Nein, ich habe gar nichts. Ich war nur mit meiner Aufgabe beschäftigt. Also das Einzige, was ich jetzt berichten kann, ist, dass ich halt Basti, also Fringe, in der Cafeteria gesehen habe. Hi Mana. Hallo. Er kam gerade von unten, ich kam gerade von links und bin erst nach unten, dann gemeinsam ging hoch, dann habe ich das Ding gesehen, und also Magpie gesehen und ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Darf ich was hinzufügen? Nein. Mana lesen. Wollte ich aber was denken. Mana. Schnuffi hat Falco in den Camps, also in den Kameras gesehen. Okay, dann ist das für mich klar. Für mich auch. Ey, Schnuffi, ey, du bist doch safe, der Imposter. Wie ist jetzt die Lage? Ich hab jetzt für Schnuffi gewotet. Wenn sie jetzt irgendwie mit sich auch noch damit anfängt. Sven muss doch wohl. Boah. Ich bin jetzt unsicher. Nicht, dass es Schnuffi ist. Ey, jetzt bin ich irritiert, du Scheiß. Wo? Wo? Wo, Wolfi? Sag es uns. Also schreiben. Ausreden, Nico und Mac, weiß ich jetzt tot, die ich am ehesten vermuten würde. Denke ich nämlich auch. Aber ich denke eher Falco als Schnuffi. Ja, schreibt sie gerade. Rektor, wo ist das? Ja, also. Basti, Rektor, wo ist das? Ist das links oder rechts oder oben? Elektro ist links dieser Strom, ich sag mal Stromraum. Ja, Elektro kenne ich, aber Rektor ist das dasselbe? Elektro ist da, wo die meisten Leute sterben. Ja, weil das habe ich euch bei dem 1-Watch-Video geschickt. Das ist ein Video. Ich bin froh, dass ich da meine Task jetzt erledigt habe. Weil das ist der einzige Raum, den ich mit Namen kenne. Weiß ich, Schnuffi war mir eben schon so suspekt, weil sie mich verdächtigt hat, aber sonst keine Ahnung. Jan ist an mir vorbeigelaufen, Wolfi ebenfalls. Keine Ahnung, ey. Ey, was, wen soll ich voten? Ich weiß, keine Ahnung. Ich skippe, ich hab keine Ahnung.
Also Wolfi und Jean hatten die Chance, mich zu töten, aber ansonsten, sie haben es nicht getan, aber ich habe keine Ahnung. Also ich skippe einfach, weil ich echt keinen Plan habe, Alter. Reicht das? Nein. Ja, gut, so gut. So, jetzt reicht's mir. Es wurde sabotiert und Falco läuft davon weg. Das ist für mich ziemlich sass. Ohne Scheiß, ich schwöre es euch bei Neptun. Ich habe keine Ahnung, wie man sabotiert. Vote mich raus, aber ich schwöre es dir bei dem Namen meines Vaters. Ich habe keine Ahnung, wie man sabotiert. Du musst ja nicht selber sabotiert haben, kann ja der andere gewesen sein. Ja, okay, keine Ahnung. Ich sag dir, ich habe keine Ahnung. Also ohne Scheiß, ich weiß es wirklich nicht. Ich erwähne es gerne nochmal, Basti, ohne Scheiß, beim letzten Mal wusste ich nicht, weil dass es keine Leiche ist, sondern ein Schinken. Oder andersrum. Also ich meine, hier, Stufi hat das Spiel verlassen. Aber Scorpi, mal, by the way, ne? Du kennst doch Asterix und Obelix auf dem Game oder Nintendo Super Nintendo, ne? Und das letzte Mal, habe ich halt eine Leiche entdeckt, die reportet. Ich ging halt davon weg, habe gesehen, ey, da ist was, ging wieder hin. Dann kam der Alarm. Und dann dachte er auch, Basti, also Fringe, statt Ethat bin. Und ich musste es erklären, weil Basti ist Rudix damals, gab es halt Schinken als Energieaufnahme. Wurde endlich! Und ich bin da wieder hin. Und ich dachte halt, dass es keine Leiche ist, sondern halt ein Schinken. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Also, und ja. Wenn sie nicht gestorben sind, rasieren sie sich noch heute. Weil genau. Vote jetzt. Ich weiß es doch nicht, wen soll ich fucking nochmal voten? Das Stufi ist raus. Ist doch völlig egal, mach einfach. Keine Ahnung, ich skippe. Schnuffi ist raus. Ich hab mich ewig Zeit, ich muss immer wieder starten. Ja, das gibt mich, ey, ohne Witz, ey. Ja, ihr könnt mich alle mal, ihr Penner, ey. Ihr könnt mich alle mal, was habt ihr denn? Ey, was habt ihr denn für Holzpimmel, ey? Ach, ihr könnt mich doch alle mal. Ey, lacht sich ein, ey, leck mal. Du bist tot, Mund halten. Auch Geister können sich aufregen. Kurze Frage, sieht man eigentlich als lebender Geister? Nein, als lebender siehst du keine Geister. Okay, danke. Scorpion, was sagst du? Ach, Sven, Entschuldigung. Oh, Scorpion ist tot. Also, sagt er was oder sagt er jetzt nichts? Der Sven, der schreibt wahrscheinlich rein. Achso. Nee, was ich gesehen habe, kurz, ich war bei den Camps, und kurz bevor der Reaktor, der letzte jetzt hier, sabotiert wurde, stand hier Cyan, also C4N, auf dem Gang. Und ist erst nach dem Sabotieren dann weitergelaufen. Ja, Wolfi, alles klar. Ich habe nur eine andere kurze Frage. Und zwar, wenn man zum Beispiel bereits Geist ist
Und egal ob Imposter oder nicht, sieht man dann, wenn jemand einen roten Namen hat, oder sieht man das nicht? Ich glaube nicht. Weil Geister haben ja eh die Klappe zu halten, aber ich weiß es halt nicht. Also, der erste, zweite Mal, das funktioniert das nicht? Ich muss noch dieses Ding machen, wo man die Karte durchzieht. Irgendwie funktioniert das bei mir. Das musst du langsam machen. Achso, okay. Ich will entweder zu fast oder zu slow, entweder zu schnell oder zu langsam. Okay. Ah, bis Wölfchen. What the fuck? Es war Mana. Er hat nicht irgendwie auch gerade gesagt. Was war ich? Ach, ihr könnt nicht. Ja, ihr könnt nicht dabei. Mein Kumpel, mein Geist ist mit dabei. Oh. Ja, ihr könnt. Okay, dann war's C4N, Entschuldigung. Dann hab ich die Frage. Ja, was denn jetzt? Ja, wir haben gewonnen. Wir haben hab gehofft, dass du es irgendwie mitkriegst, wenn ich die ganze Zeit mit dem rumlaufe, wenn meine Leiche dann gefunden wird. Ich hab's sogar auf der Kamera gesehen. Du wurdest on camera getötet. Aha! Ich wurde, du hast ja nichts gesagt. Und du sagst, ich bin der Imposter. Entschuldigung. Zu geil. Okay. Und so. Weiter geht's. Ja. Ja, Moment, meine Werbung läuft noch. Da seid ihr wieder 10 jetzt. Werbung? Oh, Handy. Raus. Ich spiele auf dem Handy. Ja. Seid ihr schon wieder 10 jetzt oder was? Ja. Wir sind schon gegeben. Alles klar. Zerrissen? Ich hab Skorpion in den. Oh Gott. Drei Leute? Alter Schwede. Leider nicht so. Nee, Sven ist rausgeflogen. So. Okay, also in dem. Ich weiß nicht, wie der Raum heißt. Auf jeden Fall da, wo man den Strom dann wieder anmacht. Da kann unten in der Mitte. Skorpion. Und ich habe Nikio in der Nähe gesehen. Aber er kam, meine ich, glaube ich, auch gerade in den Raum wieder reingelaufen. Also ich war mit, ich glaube, Basti, also Fringe und. War da ein Can oder so, Backbord Seite in diesem
Kontrollraum, ja, wie gesagt, frag mich nicht nach den Namen der Räume. Also ich meine, Nikio wäre erst an mir vorbei und dann ist er wieder hinter mir her, auch in den Raum rein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ich habe keine Ahnung, also ich müsste es geben oder auf eure Aufmerksamkeit mich beruhen, sonst habe ich keine Ahnung. Melpan, was sagst du? Ich skippe auch, hab keine Ahnung. Ja, dann muss ich ausgeben, weil ich kann nichts ausschließen oder eingrenzen. Basti war gar nicht bei mir. Nee, Basti war gar nicht bei mir. Natürlich, doch, ich kam hinter dir her in Electrical. Warst du das? Ah, okay. Wer hat denn gerade eben Mike beigevotet? Hast du gesehen? Wer hat das gemacht? Ich glaube. Wer hat mich gevotet? Ich hab's nicht mehr gesehen, das war zu langsam. Magpie, lass mich raten, das war Nico. Im Zweifel immer Nico. Yo! Nikio, okay. Ich hab's genau gesehen! Okay, jetzt bin ich gespannt. Basti, hau raus, was hast du gesehen? Ich war gerade auf dem Weg nach zu Engines, Lower Engines, und da habe ich Nikio gerade rumlaufen sehen, aber anscheinend hat er auch. Kennst du es nochmal bemühen? Okay, ich will erstmal wissen, ich habe mir das gerade angeguckt, wieso haben mich Braun, ist jetzt auch raus, und Gelb gewotet? Weil du eine Frau bist, du hast es von den Ladies First. Das war ein Witz. Basti, was hast du, wo ist denn? Du meinst, du hast was gesehen, wo, ich kenne die Namen der Räume halt nicht. Wo ist der? Das wo ist der untere, das untere Triebwerk. Lower Engine. Also rechts vom Elektrikell oder links? Ich kenne mich da halt echt nicht aus, du weißt Bescheid. Wie gesagt, ich würde sagen, ich habe Nikion lediglich gesehen, aber er hat auch reported. Kann halt ein Self-Report sein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wenn das Nikio wäre, würden so öfters die Lichter ausgehen und so. Also Magpie, du als Frau mit deinem weiblichen Verständnis, was sagst du? Sagst du, ey, ist Nikio oder nö so? Ich habe Gelb gewotet, weil sie mich eben gewotet hat, oder er. Okay, ich sag, wie gesagt, ich habe Nikio gesehen, aber... Alles klar, bei Magpie ist Nikio würde mehr mit den ganzen Alarmen machen. Ja, aber bei Backpack und Nick ist auf jeden Fall Zickenkrieg, das kann ich ignorieren. wenn Basti sagt, dass es Nikio sein könnte, ich gucke mal kurz den Chat an, hier, was steht hier? Nee, guck lieber nicht an. Weiß nicht, wenn Basti sagt Nikio, dann ich vertraue Basti. Ob es jetzt war oder nicht. Aber Nikio. Gelb ist es, eindeutig. Blau hat vor allem für Gelb gewotet. Ja, Magpie, Gelb ist es nur deswegen, weil Nick gegen dich gewotet hat. Nein, Gelb hat mich eben auch schon mal gewotet. Ja, das, ich sag jetzt irgendwie. Ich bin mal gespannt. Okay, schon wieder, ey. Genau, was ich, so fühle ich. What the fuck?
Sauber, Nick! Ihr miserablen Dreckigen! Ihr Asozian! Hört doch auf mich! Hey, Maggie! Maggie, ich hab auf dich gehört. So ein bisschen. Also eigentlich habe ich mir... Wir haben eigentlich einen Doppelkill gemacht im Electrical. Ich habe den einen umgehauen, Nick den anderen. Ja, eigentlich habe ich mir auf Fridge gehört oder auf deinen Kerl. Magpie, du bist jetzt im Stande, deinem Kerl eins aus dem Maul zu hauen. Ich kann das jetzt gerade nicht machen, weil ich ein bisschen Fanbo, ne? Hättet ihr auf mich gehört, dass es gelb ist? Ich wurde übelst hart gekillt, ey. Ich dachte, boah, nee, ey. Oh. Aber ich muss mal eins in die Runde schaffen oder mal sagen, es war richtig fun mit euch, das zu spielen. Ja, sag ja, ne? Spaß. Sag ja, ne? Ja, richtig cool, ey. Und Basti hat mir nicht geantwortet. Oder besser gesagt, als Basti also Fringe-Spiel das Spiel erklärt hat, so ein bisschen reinkommt, wie es halt so funktioniert, hat er mir jetzt dann erklärt, Aufgaben lösen und sabotieren und hast nicht gesehen. Und da habe ich gesagt, das ist alles klar, fies und gemein, ist okay, ja. Ich sehe einen roten Bildschirm bei Bianca. Das ist nicht wahr! Ach doch. Ach, herrlich. Basti, wenn ich könnte, würde ich gerade einen High Five geben für den Spruch. Nicht drauf geachtet, wer aus dem Raum gegangen ist. Scheiße. Ich habe die Leute aus dem Raum gehen gesehen, aber ich habe nicht drauf geachtet, wer es war. Aus welchem Raum? Bei dem, oh Gott, bei dem Generator da? Also ich war bei Electrical, da war jemand drin, ich habe jetzt schon wieder vergessen, wer es war, aber... Oh, Mist, wer war das? Ich glaube, das war eine dunkle Farbe, ich glaube, das war lila, aber ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Ich habe auch zuletzt Alexandra da gesehen. Also ich war bei Electrical, da war jemand, ich habe wie gesagt nicht mehr im Kopf, wer das war. Der oder die Person hat gerade eine Aufgabe erfüllt, ich ebenfalls, und ging wieder raus und dann kam der Alarm. Also ja, ich skippe. Also ich habe gesehen, wo einer rausgegangen ist, aber ich bin mir nicht sicher, wer es war. Ich habe nicht drauf geachtet. Ja, dann muss ich wohl ausgeben, wa? Also ich habe keine Ahnung. Hier, es geht rot. Nikio muss noch. Ja. Der überlegt wahrscheinlich als Imposter gerade, wen er verdächtigen soll, ne? Auf den Ingame. Ja, ich hab den Ingame-Chat immer auf. Ich auch. Oha. Ja, Falco ist sie tot. Okay, also ich war mit Alexandra und mit Garados Typ zusammen. Also, wo hast du denn die Leiche gefunden? Ja, okay. CVN sag an, wo ist. CVN, sag schon. Wo ist denn die Leiche gefunden worden, Leute? Ja, CVN hat reported. Oder Jeanne, keine Ahnung. Schön, dass alle schon voten, aber nicht sagen, wo. bei Komst. Okay. Nur bei hast du, hast du auch jemanden gesehen? Nein. Ich habe keine Ahnung. Ich hab meine Aufgaben gemacht, alles. Ich muss skippen. Keine Ahnung. Ich muss auch skippen. Okay, ja.
Ich habe einen Verdacht. Ja. Nick Gott und Alexandra haben sich gegenseitig gewotet. Das fand ich ganz interessant. Wow. Okay. Gelb, könntest du vielleicht aufhören, direkt zu voten? Und Lila auch? Also ergibt ja gar keinen Sinn. Ja. Wer ist in Elektro vorbeigelaufen? Ich war in der Cafeteria. Ja. Also Scorpion ist hinter mir ganz komisch hergelaufen, Leute. Also ja, er ist nämlich hinter mir die ganze Zeit hergelaufen und ich bin nämlich so gesehen weggelaufen, weil ich dachte, nee, bleib mal auf Abstand. Hier 1,50, ne? Mhm. Ich glaube nämlich, dass er es ist. Das war nämlich schon sehr verdächtig, weil man läuft keinen nur hinter dem Tisch so hinterher. Und ich bin dir nicht hergelaufen, ich habe immer noch Aufgabe. Du bist hinter mir hergelaufen. Ach, Quatsch. Du bist sowas von hinter mir hergelaufen. Das hat man mega gesehen. Weil ich dachte, dass du es bist. Ich hätte noch den Mörser gucken, allerdings hätte dann alle gedacht, ich wär's. Ich glaub, das ist Scorpion. Nee, ich glaube, dass du es bist, Minkboy. Nee. Sicher? Ja. Ja, Sandali. Da wären schon andere Leute tot. Wow. Da wären andere Leute durch. Tot. Okay. Ja, wir haben zwei Imposter, ne? Ja. Mhm. Ja. Jetzt wird's langsam spannend. Das ist einer schon raus. Okay, wir müssen jetzt voten. Also wie gesagt, ich würde Scorpion tippen, weil für Nikio ist es zu ruhig. Nikio hätte schon längst hier die ganzen Dinger da gemacht. Türen zu, Alarm, bla bla bla. Nee, ich weiß nicht, ich würde sagen, dass Alexandra das ist. Nee. Seid ihr jetzt auch beide? Ich bin mir sicher, weil, wie gesagt, er ist mir sehr seltsam hinterhergelaufen. Sehr seltsam. Oh Mann, ey. Aufs Admin raus. Nicho war auch da. Also, wie gesagt, ich würde auf Scorpion tippen, Leute. Wie gesagt, für Nicho ist es zu ruhig. Der spielt da eher mit. Ich weiß, dass Geister die Schnauze halten sollen, aber du hast nur was gegen Scorpion, weil das Sven heißt, ne? Nein. Es hat nichts mit dem Namen zu tun. Kleiner Spaß am Rande. Und Hallihallo, willkommen. Ja.
Okay, ich finde es jetzt sehr seltsam, dass derjenige das macht. Entweder ist es wirklich Nikio und der hat sich die ganze Zeit zurückgehalten, oder ich glaube eher, dass es Alexandra. Ja. Und hallo an die Leute im Chat. Hallihallo. Nein, ich bin nicht das. Nein. Nee, wirklich nicht. Ich hätte so viele Möglichkeiten gehabt, euch alle zu töten. Ich bin es nicht. Und ich finde halt seltsam, dass jetzt die Türen und sowas anfängt. Ich war auch bei Nikio, also ich hätte jeden von euch töten können. Jeden. Und dann hätten wir ja gewonnen. Deswegen ist das total sinnlos. Ich bin mir gerade unsicher, ne, ob das jetzt, weil ich glaube, Garados Typ kann das gar nicht hier mit den ganzen Türen und so. Ob das jetzt Nikio ist oder Alexandra. Bin mir unsicher. Ja, du darfst gerne gleich mitspielen. Stimmt, warte mal, ich habe Lila nie gesehen. Was sollen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Ich bin mir da nicht sicher, ob das jetzt Nikio oder Lila ist. Das ist halt das Problem. Weil ich habe erst gedacht, das ist Lila. Dann fing es halt an. Und dann dachte ich mir, okay, entweder macht die Person das jetzt extra, damit man das auf Nikio schiebt. Oder Nikio ist es. Oh Mann. Okay, ich sag Lila. Also wahrscheinlich Nikio. Er ist wahrscheinlich sowas von Nikio, oder? Nikio hat das vorher schon mit den Türen gemacht. Aber, oh Gott. Ich bin gespannt. Ich auch. Nein! Das gibt's doch nicht. Das. Nein, Nikio, geh weg. Jo. Boah. Sven! Die beiden Svens, Alter! Nein! Ey, die beiden Svens, Alter! Sven und Sven. Ja, Sven Power. Alle gegen Sven. Oh, oh, oh. Ich hab gerade gedacht, das wäre Nikio, ne? Hätte ich auch gedacht. Ich hatte gerade gedacht, okay, er macht das jetzt extra am Ende, damit halt man denkt. Er wär's nicht gewesen, nicht. Ja. Ja, MacPally, bist ganz im Ernst. Also wäre ich jetzt noch ein Gang gewesen, ne? Hätte ich die okay, schon auf dich ehrlich gezogen. Ehrlich, da drauf wäre ich jetzt nicht gekommen, dass er es wäre. Aber MacPally, weißt du. Das ist ein High Five, Digga, ey. Ja, das von Sven zu Sven. Ne, aber MacPally, wäre jetzt noch ein Gang gewesen, hätte ich die schon auf dich geschoben, weil du wieder so von dir ab warst und. Ich hab doch gesagt, diesmal mache ich es anders. Ja. Wie alt ich bin? Tu mal Ausrufezeichen MacPie in den Chat schreiben, dann weißt du, wie alt ich bin. Ja, ich hab den Command selber geschrieben, ich weiß es. Nein, im Chat, mein Lieber, im Chat. Ich rede mit dem Chat. Es gucken auch ein paar Leute zu. Ihr Lieben, ich muss leider raus. Mein Akku ist gleich leer. Ja, wir hätten jetzt sowieso, das war jetzt sowieso unser letztes Game. Lass uns Game noch eine Runde machen. Ich muss mich vorbereiten für den Kundentermin morgen. Nee, wirklich nicht. Okay. Auf jeden Fall, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch das zu zocken. Ich hoffe, dass ihr das irgendwann nochmal wieder. Ja, ich denke mal am Wochenende oder so, ne? Ja, aber am Wochenende sind die Server voll. Ich hab das ja mit Sven, also mit Scorpion am Samstag, am Sonntag probiert. Und da keine Chance. Schade, dass ich nur eine ründige Gelegenheit hatte. Ich auch. Ich hatte nämlich noch eine andere Idee, wie ich Leute töte. Da keine Chance. Das ist trotzdem echt cool, ey. Hat Spaß gemacht. Wie lange musst du denn Freitag arbeiten? Irgendjemand hat den Stream auch laut. Spät, bis um 17 Uhr. Sollen wir dann Freitag sein? Weil ich denke mal, Samstag ist ja nicht geplant. Leute, irgendjemand hat... Sollen wir erst Stream leise oder sonst was? Sollen wir dann Freitag sein? Alles klar, cool. Okay.
Basti hat Nein gesagt, Leute. Basti hat einfach Nein gesagt. Sorry, ich muss morgen früh los. Ich habe einen Kundentermin und ich muss mich noch dafür vorbereiten und nochmal mich rasieren und alles Mögliche. Deswegen, das wird ansonsten so schon spät heute Abend. Deswegen. Und ich muss schon um 5 Uhr aufstehen. Deswegen, ja, so gut. Dann lass uns aber jetzt einen Termin vereinbaren, damit die Leute Bescheid wissen. Okay, wann? Wie wär's am Freitag, den 13. um 6:06 Uhr. Sebastian muss ja am Freitag bis 5:30 arbeiten. Voll gut, du bist raus. Ja. Dass wir dann sagen, so wie heute? Ja. 6:30 Uhr? Freitag 6:30 Uhr? Ja. Hm. Geht das auch um 18:30 Uhr? Freitag, Gara, das Typ. Bitte? Geht das auch um 18:30 Uhr? Ja, ja, ist ja auch. Ja, hab ich ja gesagt, heute wie heute. Du hast 6:30 Uhr gesagt. Das war ein bisschen. Magpie, Basti, der Kerl ist ein langjähriger Freund von mir, der hat genau so einen scheiß Humor wie ich, also gewöhnt euch dran. Gewöhnt euch dran. Ja, 18:30 passt doch 6:30 auf die Fresse. Das war so ein typischer Otto Walkes-Witz. Ja, ja, ja. Das ist ähnlich wie ein Pinguin geht zum Fotografen und sagt, ja, ich hätte kein Passbild. Sagt der Fotograf, ja, schwarz-weiß oder in Farbe, sagt der Pinguin aus Maul. Alles klar. Also, wie gesagt, also Freitag 6:30 Uhr, dann machen wir es einfach klar. Und wenn jetzt irgendwas nicht gehen sollte, schreiben wir bei Discord. Genau. Ja. So machen wir das. Halten wir es ein bisschen fest. Genau. Ja, dann euch noch alle einen schönen Abend und. Danke, ebenfalls. Dann bis Freitag, oder bis morgen, jo. Besser gesagt, das streame ich ja dann. Genau. Alles klar, ciao. Bis dann. Tschüss. Tschüss.